Tag. Gut, grüß dich zurück. Das habe ich wahrscheinlich verdient, ne? Der Nummer von gerade. Naja, gut. Weiß ich Bescheid, dann wechsle ich doch einfach mal ins Sie. Ja, liebes Publikum, wenn Sie mich hier so stehen sehen, die einen oder anderen haben sich wahrscheinlich schon gedacht, und ja, Sie haben recht, ich bin Sozialarbeiter. Was soll, ich heiße Malte, so, was soll ich auch anderes werden, sind wir mal ehrlich. Deswegen habe ich einen Bildungsauftrag, das ist mir sehr wichtig, und gerade hier in Hamburg möchte ich den auch ernst nehmen. Das war gar nicht so gemeint, das war... Ist mir jetzt so rausgerutscht. Aber naja, müssen wir jetzt durch. Aber dann kennen Sie es ja vielleicht, ne, wenn Sie selber arbeitstätig sind oder in der Ausbildung oder wie auch immer, dass Sie immer wieder Seminare besucht haben, ne, die vielleicht jetzt nicht so wirklich sinnvoll erschienen sind. Und mir geht es ähnlich. Also ich habe zum Beispiel auch bei mir zu Hause so Urkunden, also Teilnahmeurkunden oder Bescheinigungen stehen von so tollen Seminaren, wie zum Beispiel, ich hasse Kinder, ist Schulsozialarbeit der richtige Job für mich? Oder Schwimmunterricht, wie schaffe ich es, dass niemand stirbt? Aber, liebes Publikum, das wird Ihnen heute nicht passieren. Heute heiße ich Sie herzlich willkommen in diesem einführenden Kurzseminar zum Thema richtiger Umgang mit dummen Menschen. Ja. Anhand eines einfachen Beispiels aus dem Alltag möchte ich Ihnen vermitteln, wie Sie eine Konfrontation mit einem dummen Menschen handhaben können. Natürlich nur als erste Grundlage, denn für eine vollständige Wappnung kann ich Ihnen nur empfehlen, gegen einen geringen Aufpreis von 4.500 Euro pro Veranstaltung auch meine anderen Seminare zu besuchen, wie zum Beispiel Richtiger Umgang mit dummen Menschen 2 oder Ups, ich habe scheiß viel Geld für die Seminare bezahlt. Wie dumm bin ich ja nicht selber. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Sie sitzen gemütlich in der Straßenbahn, die gibt es in Hamburg, oder? Muss ich mal... Ja, okay, Entschuldigung. Ja, der lag so flach, den musste ich aber mit Entschuldigung. Natürlich, Sie sitzen gemütlich in der Straßenbahn und auf den Sitzen vor Ihnen telefoniert eine junge Dame lautstark und in einer Sprache, die offensichtlich nicht die deutsche ist. Dieser Person gegenüber sitzt eine, na, sagen wir mal, Rentnerin, welche das Geschehen lautstark kommentiert. Ich entschuldige mich schon mal für Ruhrpott-Dialekt. Nee, 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 das gibt's ja nicht. So was hätte es hier früher nicht gegeben. Da hat man hier noch Deutsch gesprochen. Nicht so busch, bla, bla. Und dann alles von meinen Steuern. Piss mich in den Arsch. Übliche Situation bei mir zu Hause, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, aber na gut. Sobald Sie dies hören, muss Ihnen bewusst sein, dass Sie leider keine unbeteiligte Person mehr sind. Da Sie aber in diesem Seminar sitzen, wollen Sie augenscheinlich sowieso in Aktion und damit der Dummheit im ausreichenden Maße entgegentreten. Hier also einige Handlungsalternativen für eine sichere Lösung der Situation. Alternative 1. Sie treten der Dame ins Gesicht. Schnell, effektiv, sie hat eh schon lang genug gelebt. Außerdem tun sie so etwas gegen den demografischen Wandel, der eines der größten, ja wenn nicht sogar das größte Problem unserer aktuellen Gesellschaft ist. Sehr gut. Ich empfehle Ihnen hierfür übrigens auch mein Seminar Treffsicher mit Hand und Fuß. Selbst bei Zielen mit Parkinson. Schwierig. Alternative 2. Da der Person anscheinend die deutsche Sprache sehr wichtig zu sein scheint, schlagen Sie mit Ihren eigenen Waffen und nutzen Sie verklausulierte Fachtermini, um die zu unterbrechenden Personen zu beleidigen, ohne dass dies bemerkt wird. Ein Beispiel. Ihre Zellen scheinen bereits sehr gut in der Zytokinese zu sein. Das scheint leider dazu geführt zu haben, dass viele von Ihnen im Lobus frontalis nicht mehr in der Lage zur Regeneration sind. Ich empfehle Ihnen daher, Ihre Dialogkompetenzen auf den Prüfstand zu stellen und am besten den Coitus mit der Fossa poplitea zu vollziehen. Sie haben nun erläutert, dass die Zellen im Frontallappen, in welchem die Intelligenz zu verorten ist, nicht mehr ganz frisch zu sein scheinen und die Person da besser die Schnauze halten und sich in die Kniekehle ficken sollte. Danach folgt ein Tritt ins Gesicht. Als Empfehlung noch die Veranstaltung meiner Frau, prätentiöser Sprachgebrauch für Menschen auch ohne geisteswissenschaftliches Studium, mit dem einleitenden Kurs Was heißt eigentlich prätentiös? Alternative 3. Paradoxe Intervention. Mein absoluter Favorit. Machen Sie das Unerwartete. Imitieren Sie einen Elch. Klopfen Sie der Person mit Ihrer Eichel auf die Stirn.
Sollten Sie keine Eichel haben, das kommt bei ja ungefähr 50% der Menschen so vor, nehmen Sie Brüste oder Hintern, den kann sich jeder Mensch aneignen, wie man an mir sieht. Entdecken Sie... Ja, okay, das ist fair. Schon lange keinen Zwischenapplaus mehr für meinen Arsch bekommen, aber das ist in Ordnung. Nehme ich. Entdecken Sie das Kind in Ihnen, haben Sie Spaß und sorgen Sie so für ein verwirrtes Schweigen der dummen Person. Erst letztes noch stand ich in einem völlig überfüllten Schienenersatzverkehr und eine ältere Frau regte sich darüber auf, warum dieser Bus so überfüllt sei. Ihre Lösung war schnell gefunden. Schuld daran sind natürlich die Geflüchteten, weil wenn die nämlich nach Deutschland kommen, kriegen die sofort alles Geld, was die nur haben wollen und nur deswegen ist nicht mehr genug für eine vernünftige Infrastruktur da. Logisch. Da ist mir so ein bisschen der Kragen geplatzt und ich meinte, gute Frau, ist ein bisschen anders, ich arbeite mit diesen Menschen, so einfach ist das nicht, also halten Sie doch bitte die Fresse. Und sie schaute mich mit großen Augen an und meinte nur, ach so, Entschuldigung, so einfach kann das sein. Danach habe ich ihr ins Gesicht getreten. Natürlich bleibt auch die Möglichkeit, gar nicht zu reagieren. Sie können ruhig bleiben und hoffen, dass diese sowieso schon veralteten Menschen spontan einem Herzinfarkt erliegen. Doch seien Sie sich im Klaren, stillschweigen heißt Akzeptanz. Ignorieren ist immer auch legitimieren. Ich hoffe also, Sie wissen, dass demnächst etwas zu tun ist. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Die Gebühr von 400 € für dieses Seminar können Sie gerne am Ausgang bezahlen. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao.